Im Video 2 lernen Sie, wie die Erstellung von Strukturskripten in ClickSense funktioniert. Zur Demonstration habe ich 2 Excel-Dateien bereitgestellt. Alternativ funktioniert das natürlich auch mit geringen Abweichungen genauso wie bei einer direkten Datenbankanbindung. Erstellen Sie also eine neue Applikation und vergeben einen Namen. Sie werden gefragt, wie Sie Ihre Daten in ClickSense importieren wollen. Der Dateneditor öffnet sich sofort. Erstellen Sie eine neue Verbindung. Es werden Ihnen verschiedene bereits verfügbare Verbindungsskripts angezeigt, beispielsweise CP Connectivity Express für ClickSense zum automatisierten Datenimport aus der flexiblen Controlling-Software Corporate Planning Suite. Diese Anbindung erkläre ich Ihnen aber im Video 3 etwas genauer. Sie könnten jetzt den Web-Connector für Facebook oder Twitter auswählen oder eine OLE-Verbindung nutzen für die Datenübernahme aus Ihren SQL-Datenbanken. Wir möchten jetzt aber nur die beiden Excel-Dateien Umsätze und Mitarbeiter importieren. Zuerst ziehen Sie per Drag-and-Drop die Excel-Datei Umsätze in das Skript. Sie können dann definieren, welche Daten oder besser Dimensionen aus dieser Excel-Datei benötigt werden. Sie können Spalten weglassen oder Dimensionsbezeichnungen beliebig verändern. In diesem Beispiel importieren wir einfach einmal alle Dimensionen aus den beiden Excel-Dateien. Bestätigen Sie nun für die Datei Umsätze über Daten hinzufügen abschließen das Skript. Die zweite Excel-Datei, die wir importieren wollen, ist Mitarbeiter. Hier läuft alles genauso wie bei der ersten importierten Datei Umsätze. In der ClickSense Version 3.0 können Sie ganz neu die Bubble-Funktion nutzen, eine standardisierte Verknüpfungsfunktion. Im angezeigten Datenmodell wird aber auch deutlich, dass die Datei Umsätze noch nicht mit der Datei Mitarbeiter verknüpft ist. Die Mitarbeiterdaten existieren also noch völlig losgelöst von den Umsatzdaten. Sie könnten jetzt beide Dateien nach gleichlautenden Feldern durchsuchen und würden hier beispielsweise die Mitarbeiternummer finden. Sie haben aber die Möglichkeit, unter dem Bereich Datenmanager Verknüpfungen ganz einfach die Daten aus der Excel-Datei Umsätze und Mitarbeiter zu verbinden. Wählen Sie nun die Excel-Datei Mitarbeiter aus, grün angezeigt. Lassen Sie die Mitarbeiterdatei einfach los und ClickSense hat an dieser Stelle die Daten automatisch zusammengeführt. Im unteren Bereich wird Ihnen auch noch angezeigt, welche Spalten aus beiden Dateien miteinander kommunizieren oder besser sprechen. Sie laden nun alles in die ClickSense-Anwendung und dann können Sie die entsprechenden Arbeitsblätter auf Basis der importierten Daten aufbauen. In der Bearbeitung der Arbeitsblätter können Sie nun wieder Filter, Diagramme und Dimensionen per Drag and Drop hineinziehen und sich somit Ihr eigenes Dashboard eigenständig aufbauen. Und das war's auch schon. Im Video 3 mehr Informationen zum Datenimport in ClickSense über die Integration CP Connectivity Express für die flexible Controlling-Software Corporate Planning Suite. Für weitere Fragen zum Funktionsumfang und zur Funktionsweise von ClickSense stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Am Ende dieses Videos möchte ich Sie bitten, dass Sie sich noch die letzten 2 abschließenden Fragen stellen. Wie würde sich Ihr Leben und Ihr Unternehmen nachhaltig verändern, wenn auch Sie von den Vorzügen der tausendfach erprobten Controlling-Software Corporate Planning Suite in Ihrem Unternehmen profitieren könnte? Anders gefragt, was kostet Sie das Fehlen einer solchen Controlling-Software Tag für Tag an Zeit, Geld und Ressourcen? Wenn Sie genau auf diese beiden Fragen antworten möchten, dann habe ich eine glasklare Empfehlung an Sie. Abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal, indem Sie hier gleich auf den Button Abonnieren drücken. Dann verpassen Sie ab sofort kein Video mehr zur Corporate Planning Suite. Oder klicken Sie auf eins der beiden Videos und Sie erfahren sofort, warum Sie gerade die Corporate Planning Suite für das Controlling im Mittelstand einsetzen sollten, wo es doch so viele andere Produkte auf dem Markt gibt. Oder sehen Sie sich das Video, der praxiserprobte 6+1 Schritte Masterplan zur effizienten Planung, Inbetriebnahme und Nutzanwendung der CP Suite an. Vielleicht interessiert Sie aber auch das Video,
zum ersten kompletten Videokurs zur Einrichtung und Nutzanwendung der Cobalt Planning Suite. Es ist einfach eine Tatsache. Controlling mit oder ohne Controlling Software Cobalt Planning Suite macht den Unterschied zwischen Stress, Mehrarbeit, Kopfschmerzen oder Zufriedenheit, Freiheit im Job und Erhöhung unserer aller Lebensqualität. Bis bald, Ihr Andreas Kirchner. Ja, hallo, Sie sind ja immer noch da. Sie wollen mehr Informationen zur Corporate Planning Suite? Gerne. Rufen Sie doch einfach unter der Telefonnummer 03429 an oder schreiben uns einfach eine E-Mail mit Ihren Fragen. Was haben Sie schon zu verlieren? Bis bald. Wir sehen uns.